Hallo Jena, kurz vor Pfingsten habe ich für Sie noch mal eine ganze, ganze Menge Themen. Ich versuche es möglichst rasch durchzugehen. Wir haben am Dienstag gemeinsam mit Frau Frommann vom Familienbündnis, Bündnis für Familie, die neue Straßenbahn eingeweiht. Also die Bahn war schon da, aber die Gestaltung der Straßenbahn ist neu, weil das Familienbündnis in diesem Jahr 15 Jahre alt geworden ist. Und als ein kleines Geburtstagsgeschenk an das Familienbündnis gibt es diese neu beklebte Straßenbahn mit um die 300 Begriffen, die die Tätigkeit und das Wirken des Familienbündnisses in unserer Stadt auszeichnen. Da geht es um Lebens- und Liebenswürdigkeit unserer Stadt. Da geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Familienfreundlichkeit ganz allgemein. Und das tut das Bündnis seit 15 Jahren in vorbildlicher Weise in unserer Stadt, zusammen mit inzwischen 72 Partnern. Dieses Jahr allein sind schon wieder zwei dazugekommen. In der Regel sind das Unternehmen oder wissenschaftliche Institute und die Kolleginnen und Kollegen, die dahinter stehen. In Summe mehrere 10.000 Menschen in dieser Stadt, die indirekt über die Unternehmen, die da vertreten sind, in diesem Bündnis engagiert sind und sich für Familienfreundlichkeit in unserer Stadt einsetzen. Mein großer Dank zum Glückwunsch geht an Frau Frommann, die das seit 15 Jahren ganz hervorragend führt, dieses Bündnis als Geschäftsführerin und auch die Vernetzung überregional mit anderen Familienbündnissen immer weiter vorantreibt. Das ist ganz, ganz großartige Arbeit, die gerade in diesen Zeiten, wo es Familien wegen der Pandemie ganz besonders schwer haben, gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Insofern an dieser Stelle auch noch einmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und ein Dank an die Stadtwerke und den Nahverkehr, die das möglich gemacht haben, und an Artkontor, die das Design pro bono entworfen haben, das wieder sehr, sehr schön geworden ist. Die Bahn wird 3 Jahre lang in der Stadt unterwegs sein in dieser Beklebung. Vielleicht haben Sie sie schon gesehen, Sie werden sie auf jeden Fall noch sehen. Zweites Thema, das war am Mittwoch, auch ein Jubiläum. Wir haben gemeinsam mit CoCont und mit dem diesjährigen Stiftungsunternehmen, der DotSource, den Preis für Zivilcourage, den Jenaer Preis für Zivilcourage ausgelobt, aufgerufen um Beteiligung. Also Sie, die Bürgerinnen und Bürger, können ab jetzt Vorschläge machen, wer in diesem Jahr diesen Preis erhalten soll. Wen, glauben Sie, trifft es da richtig mit einer Tat im vergangenen Jahr oder jetzt noch unterwegs bis zum Einsendeschluss? Dies wert ist, in die Öffentlichkeit gebracht zu werden, um dort als Vorbild zu wirken. Diesen Preis gibt es inzwischen seit 20 Jahren. Ich sagte es, Jubiläum. Da schon mal ein herzlicher Glückwunsch allen vorherigen Preisträgern und dem Preis als solchem. Es geht hier mit diesem Preis darum, einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Sie alle merken das, Sie alle wissen das, dass die Debatten in den letzten Monaten, Jahren etwas rauer geworden sind, gerade jetzt zu Pandemiezeiten. Das kollektive Nervenkostüm, glaubt man, ist dünner geworden, fühlt sich zumindest so an. Wir haben in der letzten Zeit ein Wiederansteigen von extremistischem Gedankengut und auch von extremistischem Handeln gesehen. Ich sage nur Stichworte wie Hanau oder Halle. Und dem wollen wir hier schon seit langem in Jena im Kleinen oft, aber eben doch kontinuierlich ein Gegengewicht entgegenstellen, indem wir Anerkennung aussprechen, indem wir öffentlich machen, indem wir zu Nachahmung aufrufen von Taten, die sich genau solchen Tendenzen eben aktiv in den Weg stellen. Das sind in aller Regel Preisträger, die man vorher gar nicht kannte, gar nicht auf dem Zettel hatte. Mitunter ganz normale Menschen von nebenan, die plötzlich in eine Situation geraten sind, wo sie den Eindruck haben, das geht so nicht, das widerspricht unseren Werten, ich muss hier etwas tun. Und genau darum geht es bei diesem Preis. Haltung zeigen. Oft passiert das in Situationen, wo auch für einen selbst ein gewisses Risiko damit verbunden ist. Und mit dem Willen, die Situation zum Besseren, zum Richtigen zu verändern. Darum geht es bei diesem Preis. Wichtig ist bei diesem Preis und ein zusätzliches gutes Zeichen ist, dass er getragen wird von Unternehmen unserer Stadt. In jedem Jahr stiftet ein Unternehmen diesen Preis. Das war im vergangenen Jahr das Café Stilbruch und ist in diesem Jahr die DotSource. Christian Otto Grötsch, der Geschäftsführer, ist der Stifter und Sponsor, der bei Auslobung des Preises auch selbst noch für sein Unternehmen eingeordnet hat, für wie wichtig er es hält, dass genau es diesen Preis gibt und dass immer wieder solche Zeichen gesetzt werden für eine lebenswerte, für eine weltoffene, für eine tolerante und bunte Stadt.
Ja, insofern herzlicher Aufruf an Sie alle. Wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, wenn Sie jemanden kennen, der oder die in dieser Weise gehandelt hat im vergangenen Jahr oder jetzt noch in den nächsten Wochen, dann melden Sie sich sehr gern bei COCONT, dem Kontakt- und Koordinierungsbüro, und machen Sie einen Vorschlag. Drittes Thema geht zurück auf eine Anfrage in der vergangenen Stadtratssitzung am Mittwoch von Frau Lützgendorf, der Ortsteilbürgermeisterin von Jena Zentrum, die nach dem aktuellen Stand und möglichen Problemlagen bei der Luca-App gefragt hat. Und das ist so interessant und wichtig, dass ich es auch hier nochmal zum Thema machen will. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir als Stadt die Luca-App im Rahmen eines Modellprojektes schon länger nutzen. Wir sind seit Oktober vergangenen Jahres mit der Culture for Life GmbH in Kontakt, die die programmiert und vertreibt. Und wir haben, weil wir so früh dran waren, im Rahmen eines Modellprojekts die Möglichkeit gehabt, diese App kostenfrei zu nutzen. Und zwar kostenfrei sowohl für Sie als die Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie sich runterladen wollen, als auch für die Unternehmen, die auf der Veranstaltungsseite die App nutzen wollen. Sie ist kostenfrei hier in Jena. Sie ist natürlich auf freiwilliger Basis. Niemand muss sie nutzen. Und sie ist auch nicht ausschließlich. Das heißt, wir sind im Gesundheitsamt nicht allein auf Luca vorbereitet, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Auch darf ich rein zum Beispiel. Damit kann unser Gesundheitsamt ebenso umgehen. Weil das so ist, weil das nicht ausschließlich ist, weil es kostenfrei ist, das hat die Stadt nichts gekostet, die zu erwerben, ist das kein Vergabeverfahren gewesen. Und deswegen gibt es auch für uns keine Probleme, warum nutzen wir jetzt speziell diese App. Andere sind ja ebenfalls möglich. Das Entscheidende dabei ist, und damals im Oktober 2020 war Luca noch das einzige Angebot, das das konnte, dass es eine direkte Schnittstelle zu SORMAS, dem digitalen System im Gesundheitsamt, gibt, wo die Überspielung der Daten unmittelbar möglich ist durch eine CSV-Datei. Inzwischen ziehen oder haben schon nachgezogen andere Angebote und können das auch. Und dann eine häufig gestellte Frage, da gab es ja mal um den Quellcode Diskussionen, und ist das dann datenschutzrechtlich alles in Ordnung mit Luca? Das ist inzwischen von der Bundesdatenschutzkonferenz Ende April bestätigt worden. Insofern muss man sich da keine Sorgen und Gedanken machen. Ich will ihm aber noch einen weiteren Punkt mitgeben. Solche Apps, egal ob Luca oder andere oder auch browserbasierte Lösungen, sind nicht überall das Nonplusultra. Überall dort, wo sehr viele Gäste unterwegs sind und die Gäste sich auch stark bewegen, sehr mobil sind und das auf einem weitläufigen Gelände tun, also zum Beispiel in einem Zoo oder in einem botanischen Garten, dort werden solche Apps immer an ihre Grenzen stoßen. Denn man stößt entweder an das Problem, dass auf dem großen Gelände, ich mache jetzt mal ein Beispiel, 500 Leute unterwegs sind, die man dann noch messen müsste oder tracken müsste, ob sie sich auch tatsächlich physisch begegnen. So etwas kann die Corona-Warn-App, aber die anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf die Personen möglich sind. Aber genau diese Rückschlüsse auf Personendaten und Kontaktdaten braucht ja das Gesundheitsamt. Das wäre aber politisch nicht durchsetzbar und datenschutzrechtlich auch nicht, diese Funktion der Corona-Warn-App zu geben. Andere Apps können das nicht, dieses Nähe-Tracking. Und wenn man aber nur am Eingang bei solchen großen Geländen die Nutzer alle erfasst, dann müsste man theoretisch ja, wenn einer dann positiv ist, alle 500, die drin sind, zu Kontaktpersonen erklären, was ja Quatsch ist. Vielleicht hat man sich überhaupt nicht getroffen. Deswegen wird es immer stärker auch darum gehen, bei solchen Gelegenheiten nicht nur auf Apps zu setzen, sondern zum Beispiel auch auf personalisierte Ticketsysteme, dass man weiß, wer drin gewesen ist, und dann kann man schauen, ob man vielleicht das eine mit dem anderen kombinieren kann. Die Apps, unter anderem Luca, sind vor allen Dingen dort geeignet, wo es um kleinere Veranstaltungen geht, vor allen Dingen Indoor-Veranstaltungen, wo längere Kontakte passieren. Und da kann man denken an Gastronomie, an Tagungen, an Lehrbetrieb, an Universitäten, vielleicht auch Schulen. Überall dort wird man das nutzen können und das Thema wird ja drängender. Da wir ja, komme ich am Ende noch zu, inzwischen mit den Inzidenzwerten an einem Punkt sind, wo Öffnungen wieder auf uns zukommen und möglich sind. Ja, dann eine ganze Menge Themen aus dem Stadtrat, die ich jetzt nur kursorisch streifen will. Wir haben einen Beschluss gesehen, wo es mal wieder passiert ist, dass sich im Stadtrat eine Mehrheit gefunden hat, die etwas beschlossen hat, was ich persönlich und große Teile der Verwaltung nicht für richtig halten. Aber es ist beschlossen worden. Demokratie, eine Mehrheit hat es so gewollt. Konkret bin ich beauftragt worden, die Vergaberichtlinie der Stadt so zu ändern,
dass eine ganze Reihe von zusätzlichen Kriterien mit abgeprüft werden sollen, die dann einen zusätzlichen Unterschied machen können bei der Entscheidung, wem gibt man als die öffentliche Hand einen Auftrag und wer bekommt ihn nicht. Die Motive dahinter sind sehr edel, das habe ich auch im Stadtrat so gesagt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da geht es um Fragen wie, wie viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte hat der Arbeitgeber, der sich hier bewirbt. Wie sieht es im Betrieb mit der Förderung von Chancengleichheit aus, mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Wie sieht es mit ökologischen Kriterien aus, wie mit regionaler Erzeugung und so weiter und so weiter? All das sind Dinge, die aller Ehren wert sind, wenn man sie zu einem Kriterium für Vergaben macht. Aber es ist A, sehr, sehr schwer nachzuprüfen. Das wird die Verwaltung mit immensem Aufwand belasten und eben und vor allem nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Unternehmen, die sich bewerben wollen um Aufträge der öffentlichen Hand. Und das wird zum einen dazu führen, dass solche Projekte dann teurer werden. Und es wird dazu führen, sehr sicher, dass wir als Stadt gar nicht mehr so viele Bewerbungen sehen werden wie in der Vergangenheit. Deswegen halte ich das für keinen guten Beschluss, aber er ist getroffen und wir werden ihn dann natürlich umsetzen. Dann gab es jede Menge Beschlüsse zum Thema weitere Entwicklung unserer Stadt. Da ein ganz großer Dank an das Dezernat von Christian Gerlitz, die super fleißig gewesen sind in den letzten Wochen und Monaten und eine ganze Reihe von guten, wichtigen Dingen jetzt im Stadtrat auf den Weg gebracht haben. Allem voran den Bebauungsplan für den Neubau der Firma Zeiss. Das kann jetzt also richtig loslegen, das Projekt. Dann gab es einen Beschluss, mit dem wir uns als Stadt das Vorkaufsrecht für Flächen im Gewerbegebiet Isserstedt sichern, damit wir dort eine systematische Entwicklung betreiben können. Da gibt es jetzt Bewegung, Interessenten, die sich dort ansiedeln wollen. Da wird eine neue Entwicklung gestartet, neben dem Globus, der schon dort ist. Das ist sehr gut für unsere Stadt. Dann, Sie kennen alle das neue Intershop-Gebäude am Steinweg und gegenüber auf der anderen Ecke der Kreuzung wird auch schon seit einiger Zeit geplant. Dort soll auch etwas entstehen. Das hieß bislang Steinweg Tower, das Projekt, ist jetzt umbenannt worden, heißt ab jetzt Quartier 22. Auch die Planungsziele haben sich in einigen Punkten geändert, vor allem mit Rücksichtnahme auf die Nachbarbebauung, die schon da ist. Und in der Frage der Stellplätze, auch dieses Projekt geht jetzt auf den Weg. Dann gibt es ein kleineres Projekt, wo es um Wohnbebauung geht am Loh, das ist in Jena Ost, und ein etwas größeres neues Wohngebiet soll entstehen in München-Roda, einer der Ortsteile, die sich das sogar aktiv wünschen, dass man dort noch zusätzlichen Wohnraum schaffen kann. Also da nochmal ein Dank an das Dezernat von Christian Gerlitz, da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Wochen und der Stadtrat hatte viele gute Dinge zu beschließen am Mittwoch. Ja, dann haben wir natürlich den Beschluss, nein, das war kein Beschluss, sondern eine Berichtsvorlage im Stadtrat gehabt, wo es um das Thema Innenstadt geht. Ein Maßnahmenprogramm für die Innenstadt. Corona wird Spuren hinterlassen, hat schon Spuren hinterlassen bei den Branchen, die es eben in der Pandemie jetzt besonders schwer hatten. Also die Gastronomie, die Hotellerie, der Einzelhandel, vor allem kleinere Betriebe, die an den Folgen der Corona-Pandemie jetzt schon hart kauen und wahrscheinlich noch lange hart zu kauen haben. Sehr wahrscheinlich werden einige auch auf der Strecke bleiben. Wir wollen das uns als Stadt Mögliche tun, diesen Branchen unterstützend unter die Arme zu greifen. Da sind wir gemeinsam mit der Initiative Innenstadt in einem Format, das wir neu geschaffen haben, AG Neustart haben wir das genannt, gemeinsam im Gespräch gewesen über die vergangenen Monate und haben nach Maßnahmen gesucht, die die Stadt leisten kann. Wir können ja keine Rettungsschirme auflegen, wie der Bund oder das Land das kann, aber wir können im Kleinen hier und da unterstützen, um Dinge leichter zu machen. Vor allem, um mehr Gelegenheiten zu schaffen, Umsatz zu generieren, also die Zeiten, in denen das möglich ist, auszudehnen und die Flächen, auf denen man das machen kann, auszudehnen und die Belastungen möglichst zu senken für diese Branchen. Konkret haben wir schon im Stadtrat die Sondernutzungsgebühren reduziert, die bei der Außengastronomie anfallen, für eben die Nutzung des öffentlichen Raumes für diesen Zweck. Wir haben das Gleiche ermöglicht für den Einzelhandel, wenn das kleine Ladengeschäft eben nur ein oder zwei oder drei Personen drin haben kann, sollen diejenigen die Möglichkeit haben, auch außerhalb des Geschäfts wie
die Außengastronomie draußen ihre Waren verkaufen zu können. Dort ist es leichter unter Pandemiebedingungen und auch dafür natürlich die Gebühren entsprechend abgesenkt. Wir werden, das ist reines Verwaltungshandeln, als Stadtverwaltung können wir das tun, die Sperrzeiten verändern. Sie kennen das aus Zeiten, wenn die Kulturarena war in den vergangenen Jahren, dass dann immer eine Stunde länger geöffnet sein durfte abends bis 24 Uhr unter der Woche, Außengastronomie vor allem. Das wollen wir auf das ganze Jahr ausdehnen, eben um der Gastronomie mehr Gelegenheit für Umsatz zu geben. Wir haben die Finanzierung der Werbekampagne, an die Sie sich sicher alle erinnern, der Initiative Innenstadt rettet die bedrohten Lebensarten, verlängert, also auch in diesem Jahr wieder 50.000 Euro Zuschuss gegeben dafür, dass die Kampagne weitergeführt werden kann. Wir haben den Zuschuss an die Initiative Innenstadt selbst verlängert auf die nächsten 3 Jahre, wo ja vor allem das Gehalt des City Managers von bestritten wird, den es zweifelsohne braucht und der hier einen großartigen Job in den letzten 3 Jahren gemacht hat und maßgeblich zur Entwicklung der Innenstadt beigetragen hat. Es soll einen, wir nennen den Heimatshoppenmarkt geben, am zweiten Samstag im Monat, wo Einzelhändlern, insbesondere denen, die auf Saisonware sitzen geblieben sind, weil sie nicht öffnen konnten, die zusätzlich eine Gelegenheit gegeben werden soll, im Rahmen eines solchen Sondermarktes ihre Waren zu verkaufen. Wir wollen das koppeln mit einem Verzicht auf die Parkgebühren an diesen Samstagen und wir wollen versuchen, das können wir nicht allein entscheiden, da sind wir im VMT von Gemeinschaftsentscheidungen abhängig, wir wollen versuchen, auch den öffentlichen Nahverkehr an diesen Samstagen kostenfrei zu machen. Und wir arbeiten, das ist noch nicht fertig, sondern noch unterwegs, an einem Gutschein- und Bezahlsystem, mit dem es möglich sein soll, dass man lokale Kaufkraft hier in Jena bündelt und hier in Jena und der Region hält. Also ein ganzes Potpourri an Maßnahmen, zu dem im Stadtrat jetzt im Wege einer Berichtsvorlage informiert wurde. Die können Sie auf der Website der Stadt auch jederzeit finden und abrufen und gezielt nachgucken, was das alles ist. Ja, und dann kommen wir natürlich, da haben Sie sicherlich alle drauf gewartet, zum Thema Corona. Und hier ist ja die Entwicklung in den letzten Tagen und 1-2 Wochen sehr erfreulich gewesen. Wir sind bei den Fallzahlen, bei der Inzidenz deutlich gesunken, inzwischen stabil unter 100 und sogar auf dem Weg zur 50er-Grenze. Ob das jetzt genauso schnell unter die 50 und stabil unter die 50 geht, da bin ich noch skeptisch. Aber die Bewegung, die wir jetzt in den letzten 1-2 Wochen gesehen haben, war großartig. Das ist zu weiten Teilen Ihnen zu verdanken, den Jenaerinnen und Jenaern, wegen der Disziplin, die Sie in den letzten Wochen und Monaten geübt haben und auch jetzt noch üben und dafür mein herzlicher Dank. Weil wir heute den 7. Tag haben, also wir waren 5 Tage in Folge unter 100, dann der Brückentag gestern und heute ist der 1. Tag, wo die Maßnahmen der Bundesnotbremse für uns dann nicht mehr gelten und ich will Ihnen kurz darstellen, was sich dadurch jetzt alles ändert, verbunden mit der Hoffnung, dass wir trotzdem weiter diszipliniert bleiben. Bestimmte Maßnahmen werden noch eine Weile uns begleiten müssen. Also wir werden weiter auf Abstand achten müssen, wir werden noch eine Weile weiter Masken tragen müssen, aber viele Dinge werden jetzt wieder möglich oder gelockert. Konkret, beim Thema Kontaktbeschränkung ist ein Haushalt nicht mehr darauf beschränkt, nur eine Person als Gast zu haben, sondern es können 2 Personen sein. Geimpfte, Genesene zählen nicht mit, Kinder unter 14 Jahren wie bisher auch schon nicht. Insofern können sich inzwischen auch schon etwas mehr Personen treffen. Die Ausgangsbeschränkung nachts, also zwischen 10 Uhr nachts und 5 Uhr früh nicht mehr draußen sein zu dürfen, entfällt. Bei der Maskenpflicht wird es etwas lockerer. Das heißt, beim ÖPNV, beim Friseur, bei der Fußpflege reicht eine medizinische Maske. Es muss nicht mehr zwingend FFP2 sein. Kinder ab 6 bis 14 Jahren können auch wieder Alltagsmasken verwenden. Das Gleiche gilt in Geschäften, in Dienstleistungsbetrieben, in Arztpraxen, bei Gottesdiensten, in Fahrschulen und so weiter und so weiter, in vielen Bereichen. Trotzdem verlängern wir das Angebot, dass wir für Jena Bonusinhaber FFP2-Masken in gewissen Kontingenten kostenfrei abgeben. Das besteht nach wie vor. Dann der Einzelhandel muss jetzt nicht mehr nur Click and Meet oder Click and Collect machen, sondern kann wieder öffnen, auch ohne Termin. Allerdings braucht man dafür einen negativen Test. Es gilt weiterhin die Regel, dass pro 10 Quadratmeter nur ein Kunde im Raum sein darf. Und hier braucht es noch eine qualifizierte Gesichtsmaske, also eine medizinische. Die Bereiche im Einzelhandel, Lebensmittel und so weiter, die bisher schon öffnen durften, dürfen das nach den bisher gültigen Regeln natürlich weiterhin. Dann gibt es die Öffnung der Außengastronomie.
Gastronomie. Das ist wieder möglich, allerdings nur mit Terminvereinbarung und man muss seine Kontaktdaten hinterlassen. In welcher Form die erfasst werden, hatte ich ja vorher ein bisschen was gesagt, kann auf dem Zettel, kann mit App oder wie auch immer erfolgen, das legt dann das jeweilige Restaurant fest. Die Außenbereiche von Museen, Gedenkstätten, Burgen und so weiter, botanische Gärten, zoologische Gärten können wieder öffnen. Musik- und Jugendkunstschulen können wieder Einzelunterricht anbieten. Körpernahe Dienstleistungen, wo bislang nur bei medizinischen Gründen der Besuch dort möglich war, sind jetzt wieder allgemein möglich, aber es muss eine medizinische Maske getragen werden. Ist das nicht möglich, also zum Beispiel bei Behandlung im Gesicht, braucht es einen Test. Schwimmbäder können für medizinisch notwendige Angebote öffnen und für den Schulschwimmunterricht und Fitnessstudio ebenso, aber nur für medizinisch notwendige Anwendungen und Angebote. Die Schulen können wieder in Präsenz gehen, Status gelb. Wie genau das organisiert wird, obliegt den Schulleitungen und es bleibt vorerst bei der Masken- und bei der Testpflicht. Ja, und dann natürlich generell gilt, was vom Bund her geregelt ist, für Geimpfte und Genesene eine ganze Reihe von Lockerungen, die sie den negativ Getesteten gleichstellen. Hier können Sie auf der Internetseite der Stadt unter der Corona-Rubrik nachgucken, was genau das alles heißt. So. Das war sehr viel. Ich hatte es ja schon gesagt. Es war viel los diese Woche. Ich habe mir Mühe gegeben, schnell durchzukommen. Viele gute Neuigkeiten, gerade eben auch was die Pandemie betrifft. Trotzdem abschließend nochmal mein Appell, jetzt nicht unvorsichtig werden. Nutzen Sie die Angebote, die wieder möglich sind. Das haben wir im Ausgang aus der zweiten Welle im alten Jahr schon gesagt. Aber bleiben Sie besonnen und umsichtig. Wichtig ist aber, dass wir diese Angebote wieder nutzen. Denn gerade die Gastronomie und der Einzelhandel sind natürlich davon abhängig, dass Sie, die Kundinnen und Kunden, auch hingehen. Und dann tun Sie das gerne. Und mit diesem Wunsch möchte ich Ihnen ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende wünschen. Angenehme Feiertage. Erholen Sie sich ein bisschen, bleiben Sie gesund. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag hier wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.